だ。Ihr habt die Walküren gerettet. Sigrun, wie ist das passiert? Mimir, bist du das? Du wurdest befreit, aber... Freiheit hat ihren Preis, Werteste. Das ist wahr. Zahllose Winter haben wir dem Allvater gedient. Doch erst durch seine Heirat mit der Königin konnten wir einen Hauch von Freiheit kosten. Du bist doch die Königin. Es gibt nur eine Walkürenkönigin. Die Göttin Freya. Als Odin ihr die Flügel ausriss, übernahm ich ihr Amt. Doch das war nicht genug für den Allvater. Mit Hilfe einer uralten Magie machte er meine Schwestern böse. Ich wollte Schlimmeres verhindern, indem ich sie dort einsperrte, wo sie niemandem schaden konnten. Doch bald verlor auch ich mich. Sigrun, es tut mir leid, dass ich so nutzlos war. Ich hätte etwas tun können oder es zumindest versuchen. Was hast du jetzt vor? Ich muss mich mit meinen Schwestern vereinen. Gemeinsam können wir die Welten ins Gleichgewicht bringen. Der ewige Segen der Walküren ist euch sicher. Sehr zu freuen. Es ist schwer, sich über irgendetwas zu freuen, wenn man nur einen Kopf ist. Es freut mich, dass wir die Waffen befreien konnten. Aber so vieles hätte verhindert werden können, wenn nur... Du hast es selbst gesagt, Kopf. Es macht keinen Unterschied mehr. Die Vergangenheit ist vorbei. Aus deinem Mund klingt das ja geradezu erfreulich. Ich bin guter Laune. Die Zwerge werden diesen Helm brauchen können. Dein Vater hat nichts als sein Ziel vor Augen, was? Auf jeden Fall.